Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Wie willst du leugnen, liebe Freundin, dass es Wesen gibt? Keine Menschen, keine Tiere, seltsame Wesen, die aus der verruchten Lust absurder Gedanken entsprangen. Und das ist tatsächlich der erste Absatz von Hans-Heinz Evers Alraune, die Geschichte eines lebenden Wesens aus dem Jahr 1911 und scheint offensichtlich bereits den Charakter der Alraune zu beschreiben. Passt, finde ich, auch eigentlich auf schreiende Filmkritiker auf YouTube irgendwie ganz gut. Die verruchte Lust nach absurden Gedanken, das passt, finde ich, auch ganz gut für eine Geschichte, die ganz offensichtlich der allererste deutsche Horrorfilm nach dem Zweiten Weltkrieg war. Und Evers, der immer wieder ganz gerne als der deutsche Edgar Allan Poe bezeichnet wurde, hat ja nicht nur Horrorgeschichten geschrieben, sondern mit einem Roman über Horst Wessel auch tatsächliche Nazi-Propaganda verfasst. Gut, das würde ihn wahrscheinlich eher zum deutschen H.P. Lovecraft machen. Aber ganz im Ernst, Evers ist eine interessante, schillernde Figur, die komplett verschiedene Dinge gemacht hat. Natürlich hatten seine Themen dann immer wieder gerne fantastische, erotische Ritualthemen, weswegen sie immer wieder gerne bezeichnet wurde als trivial, unmoralisch bis hin zu pornografisch. Evers war allerdings jemand, der angeblich laut eigener Erzählung auf persönliches Anraten von Adolf H. eben jenes Horst-Wessel-Buch geschrieben hat, wobei allerdings die andere historische Aufzeichnung einen anderen Teil der Geschichte erzählen, so beispielsweise, dass seine offizielle Mitgliedschaft in der NSDAP leider unter den Tisch gefallen ist und niemals zugestellt wurde und dass er offensichtlich einer der wenigen also manchmal Nazis sympathisierten Autoren war, die im Zuge im Laufe der Nazizeit sogar ein Schreibverbot erhalten wurde, erhalten haben und sein vorher bereits erwähntes Horst-Wessel-Buch landete dann irgendwann einmal auch auf der Verbotsliste. Und was an der Geschichte von Evers in diesem Fall relativ interessant ist, ist, dass er offensichtlich nicht nur Nazi-Propaganda geschrieben hat, sondern sich auf anderer Seite auch wiederum für die Gleichberechtigung der Juden eingesetzt hat. Alles irgendwie ein kleines bisschen sketchy und vor allem natürlich bei jemandem, der zwischen 1871 und 1943 gelebt hat, womöglich auch nicht ganz vollständig überliefert. Fakt ist auf jeden Fall, dass Autor Hans-Heinz Evers ein schillernder und trotzdem irgendwie grundunsympathischer Kerl war, um jetzt einmal die Untertreibung des Jahrtausends zu nehmen. Deswegen bleiben wir einfach einmal bei seinem Alraune-Roman aus dem Jahr 1911, der witzigerweise, obwohl die Geschichte für die damaligen Verhältnisse wahrscheinlich so ziemlich das expliziteste war, was jemals gedruckt wurde, in dem nämlich quasi ein Wissenschaftler die Befruchtung ohne Geschlechtsverkehr erfunden hat, indem er einer Prostituierten das Ejakulat von einem Lustmörder eingepflanzt hat, dass er ihm offensichtlich gerade direkt an der Guillotine abgezapft hat, der muss einen Spaß gehabt haben dort, und damit quasi diese Alraune, dieses Kunstwesen geschaffen hat, damit eben die künstliche Befruchtung thematisiert hat, die Wissenschaft natürlich das Ganze, den ganzen religiösen Wahnsinn damals ein bisschen noch unterwandert hat, dass diese Geschichte dann natürlich beispielsweise von der katholischen Filmkritik immer wieder in ihre Einzelteile zerrissen wurde, dass versteht sich von selbst. Was ich persönlich allerdings wirklich verwunderlich fand, ist, dass diese Geschichte nicht nur in den 1910er Jahren nicht irgendwann einmal auf irgendeinem Index oder irgendeiner Verbotsliste gelandet ist, sondern dass noch in den 1910er Jahren diese Geschichte nicht nur einmal, sondern gleich dreimal verfilmt wurde. Dabei ist die allererste Verfilmung von Alraune aus dem Jahr 1918 und wurde da von keinem geringeren als Michael Curtis inszeniert, damals noch unter seinem Ursprungsnamen, der dann allerdings nach Amerika emigriert ist und übrigens den Film Casablanca gedreht hat. Die andere Verfilmung aus dem Jahr 1918 heißt Alraune, die Henkerstochter, genannt die Rote Hanne.
Ist das ein Filmtitel oder eine Inhaltsangabe? Ich weiß es nicht. Beziehungsweise gibt es 1919 noch Alraune und der Golem. Das klingt noch ein bisschen nach einem Sequel, das wir dann am Abend im Nachtprogramm im Fernsehen sehen. Es gibt aus 1928, aus 1930 eine Verfilmung, beziehungsweise die, mit der wir uns heute beschäftigen, von Arthur Maria Rabenhardt aus dem Jahr 1952. Rabenhardt ist ein Regisseur, der im Zuge seiner Karriere bei über 100 Filmen Regie geführt hat, wobei man dazu sagen muss, dass die Filmgeschichte zwischen vor allem eben in den 1930er oder 40er Jahren jetzt nicht unbedingt unser Spezialgebiet ist, weswegen wir wahrscheinlich von vielen der überwiegend Heimatfilme oder kleineren, harmloseren deutschen Filmproduktionen, die er da abgeliefert hat, wahrscheinlich nicht wahnsinnig viele erkennen. Vielleicht hat der ein oder andere Titel wie Das haut einen Seemann doch nicht um aus 1958 oder Achtung, Feind hört mit aus 1940 gehört, die ebenfalls aus seiner Feder stammen. Geschrieben wurde das Drehbuch dann eben auf Basis von dem vorliegenden Roman von Ebert, in erster Linie von Kurt Heuser, der ebenfalls bei über 50 Produktionen als Drehbuchautor mitgewirkt hat, der aber witzigerweise auch als Musiker tätig war und beispielsweise sowohl die Theme Music als auch einzelne Episodenmusik für die damals in den 50er Jahren gelaufene Flash Gordon Serie gemacht hat. Die Hauptdarstellerin in diesem Film ist Hildegard Knef, die ganz offensichtlich laut dem Booklet, das Dr. Rolf Giesen absolut großartig geschrieben hat, auch irgendwie eine seltsame Verbindung damals zum Nationalsozialismus hatte, die quasi zusammen war mit einem Nazi-Filmproduzenten, sich dann aber nach dem Fall des von Nazi-Deutschland irgendwann einmal gemeint hat, also das habe ich ja gar nicht gewusst, obwohl das also quasi einer der Vorzeige, also seltsam, aber dass dieser Typ dann aufgegriffen werden konnte und quasi überstellt werden konnte und zum Tode verurteilt werden konnte, das ist einem anonymen Hinweis zu verdanken, der allerdings den Treffpunkt involviert hat, wo er sich eigentlich mit Hildegard Knef treffen wollte. Sie allerdings behauptet hat, dass sie damit sicher nichts zu tun hat und sich vor allem auch ihr Name Hase ist und sie sich an gar nichts erinnern kann. Auch eine Geschichte, die, sagen wir mal, definitiv nicht ganz vollständig irgendwie überliefert ist. Was es damit auf sich hat, das ist wirklich etwas sehr Spannendes, weil ich habe selten bei einem Mediabook Release auf der einen Seite dermaßen Interessantes, auf der anderen Seite aber eben derart spekulatives Booklet gelesen, wie in diesem Fall, weil eben ganz offensichtlich bei der Geschichte von Knef, von Evers, bei den ganzen Verbindungen, die hier um diesen Film herum eigentlich irgendwie bestehen, so viele Unklarheiten noch passieren, weswegen man natürlich eben alles, was man jetzt hier für die filmhistorische und literaturwissenschaftliche Einordnung von diesem Film Alraune nicht um direkt auf die Goldwaage legen sollte, weil, wie gesagt, womöglich auch einzelne Informationen fehlen könnten. Wir kennen Hildegard Knef übrigens in erster Linie natürlich durch ihre Gastauftritte hier in meinem Blu-ray-Check, so war sie 1968 auch in der Hammer-Filmproduktion von Bestien lauern vor Caracas zu sehen. Sie hat 1988 in dem Film Witchcraft das Böse lebt, die Frau in Schwarz gespielt, damals eben an der Seite von David Hasselhoff und Linda Blair. Wer für mich allerdings diese Verfilmung von Alraune ganz eindeutig trägt, das ist der österreichische Schauspieler Erich von Stroheim. Und ich muss tatsächlich sagen, dass ich ja immer wieder der Meinung bin, ich habe keinen Akzent, ich habe keinen Dialekt, ich spreche perfektes Hochdeutsch, so wie wir das da heute im Winter ganzen Tag machen. Aber für mich war das wahnsinnig cool, nämlich ein wirklich wunderschönes, quasi sprachmalerisches Theater österreichisch zu hören, aus dem Mund von Erich von Stroheim. Das war für mich ein richtig tolles Erlebnis, eine derartig wunderschöne Sprachmelodie habe ich schon lange nicht mehr in Filmen gehört. Stroheim hat ja auch in einigen bekannteren Filmen mitgespielt, aber beispielsweise als Kapitän Raufenstein in dem von Jean Renoir gedrehten Film Die große Illusion aus dem Jahr 1937 zu sehen, der ja bekanntermaßen die Nummer 1 der amerikanischen Criterion Collection war, beziehungsweise hat er für seine Rolle als Max von Meierling aus dem Billy Wilder Film Boulevard der Dämmerung 1950 sogar eine Oscar-Nominierung bekommen. Wir
sehen in dem Film dann als relativ jungen auch natürlich noch Karl-Heinz Böhm, den wir in erster Linie als Franz aus den Sissi-Filmen kennen, beziehungsweise der auch in Filmen wie Augen der Angst mitgespielt hat, beziehungsweise an unter der Regie von Rainer Werner Fassbinder beispielsweise bei Fontane Effi Briest als Wüllersdorf zu sehen war und in ca. 70 anderen Rollen. Ebenfalls erwähnenswert ist Rolf Henninger, der in Alraune quasi sein Schauspieldebüt gefeiert hat als Wolf Guthram, der dann später beispielsweise als König Gunther in den 60er Jahren gedrehten Nibelungensaga von Harald Reinl zu sehen war. Hinter der Kamera gibt es ebenfalls ein paar interessante Namen aufzuspüren. So stammt die Musik von Werner R. Heymann, der beispielsweise auch die Musik von dem absolut großartigen Film Sein oder Nichtsein von Ernst Lubitsch gemacht hat, der übrigens auch für diese Musik eine Oscar-Nominierung erhalten hat, genauso wie für drei weitere Produktionen aus den 1940er Jahren, nämlich 1941 Tumak, der Herr des Urwalds, 1942 Ehekomödie, 43 eben Sein oder Nichtsein und dann 45 für Knickerbocker Holiday. Er hat allerdings außerdem dann natürlich noch Tracks beigesteuert, die bis heute beispielsweise bei Filmen wie Schokolade ein kleiner Biss genügt, im Soundtrack gelandet sind. Er hat bei über 115 Filmen die Musik beigesteuert, wobei seine Musik noch in wesentlich mehr Filmproduktionen zu hören war. So hat er nicht nur direkte Filmmusik komponiert, sondern auch reine Stock-Music, die dann aber beispielsweise auch bei einigen anderen von Anolis veröffentlichten Titeln wie Der 27. Tag, Das Grauen aus der Tiefe oder Die Bestie aus dem Weltenraum zu hören war. Wir sehen in dem Fall die Kameraarbeit von Friedel Behn Grund, der beispielsweise bei über 180 Produktionen mit dabei war, so beispielsweise bei den Ende der 50er Jahren gedrehten Buddenbrooks beziehungsweise eben auch sehr vielen Filmen, von denen wir wahrscheinlich noch nicht so viel gehört haben. Geschnitten wurde das Ganze von Doris Finlay, die interessanterweise Anfang der 50er Jahre bei insgesamt 5 Kinofilmen den Schnitt übernommen hat, darunter einer namens Die Erbschaft aus Amerika 1950 und dann 4 Stück, Das Weiße Abenteuer, Die Förster Christel, Alraune und Im Weißen Rössel aus dem Jahr 1952 und dann nur mehr irgendwie so ein paar Kurzfilme und Kleinigkeiten gemacht hat und nie wieder für einen tatsächlichen Film gearbeitet hat. Auch da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da noch eine interessante Geschichte dahinter steckt. Aber eben wie gesagt, vieles davon ist nicht ganz überliefert. Was aber wenig überraschend ist, ist natürlich die Tatsache, dass diese Alraune-Verfilmung, die dann im Oktober 1952 in den deutschen Kinos gestartet ist, von der FSK noch eine Altersfreigabe ab 18 Jahren erhalten hat, weil ja diese böse Moral und diese expliziten Sequenzen von diesem Film, die werden außerdem sicherlich ganz definitiv die Zeit überdauern und werden auch bis heute noch als FSK 12, das wundert mich aber zugegebenermaßen gar nicht einmal so bösartig sein. Ich würde fast meinen, dass die bösartigsten Sequenzen aus diesem Film Alraune tatsächlich die, ich muss mich kurz festhalten, wenn ich das sag, Gesangsszenen sind. Wir bewegen uns ja im damaligen deutschen Kino der 50er Jahre natürlich auch dort, wo die ganzen Heimatfilme von einem Peter Alexander, von einem Freddy Quinn oder sowas irgendwie noch bekannt waren und wo es auch im deutschen Kino quasi üblich war, teilweise zwischendurch zu singen. Wenn dann die Alraune auch noch von Deutschlands berühmtester Chansonsängerin Hildegard Knef gespielt wird, dann ist es natürlich wenig überraschend, dass zwischendurch auch ein kleines bisschen geträllert wurde. Szenen, die meinem Finger tatsächlich überraschend nahe an die Vorspultaste gebracht haben, aber ich hab's durchgehalten. Mit Ausnahme von diesen Szenen ist aber die Alraune ein tatsächlich interessanter Film. Ja, er ist natürlich im damaligen Zeitgeist ein bisschen stecken geblieben. Er kann jetzt nicht ganz so viel Spannung entwickeln. Aber wie gesagt, ich mochte das Schauspiel, insbesondere eben natürlich von Erich von Stroheim, der mir einfach wahnsinnig
sympathisch war. Beziehungsweise die Art, wie diese Geschichte sehr langsam, aber damit auf eine interessante, mit einer interessanten Ernsthaftigkeit präsentiert wurde, das ist natürlich etwas, was diesen Film auch heute, über 70 Jahre nachdem er entstanden ist, irgendwie immer noch sehenswert macht. Und das ist etwas, das uns Anolis nämlich bereits am 27. Jänner 2023 auch zelebrieren ließ. Da erschien der Film Alraune nämlich als Nummer 3 der fantastische Filmklassiker Die 50er-Reihe und das gleich in zwei verschiedenen Mediabooks. Das Mediabook mit dem Cover A ist dabei das alte, bekannteste deutsche Kinoplakatmotiv zu diesem Film. Dasjenige, das eben auch in der OFDB als Hauptplakatmotiv des Films eingetragen ist. Das, wo wir eben interessanterweise hier einen absoluten 1:1 Nachbau von dem damaligen Plakat bekommen, inklusive der Art, wie die Namen der Darsteller unterhalb von dem Motiv zu sehen sind. Vor allem finde ich auch sehr schön, wie dieser Ursprung der Alraune aus dem Motiv eben von ihrem Schöpfer hier auf diesem Motiv sehr schön dargestellt wird. Aber es gibt auch noch das Cover B. Das ist ebenfalls auf Basis von einem alten deutschen Kinoplakatmotiv geschaffen, beispielsweise als Hauptmotiv in der IMDb verfügbar. Da ist auch auf dem Plakatmotiv der Hinweis ursprünglich auf die Chansonsängerin Knef zu lesen, beziehungsweise unterhalb von dem Motiv noch ein größerer Kerstin Crew-Block. Das wurde bei dieser Mediabook-Cover-Version von Anolis komplett aus dem Bild entfernt, ein bisschen rangezoomt, dadurch komplett fokussiert auf der einen Seite eben natürlich auf die grafische Darstellung der Alraune, die aber in dem Fall noch wesentlich martialischer aussieht, als sie das in dem Cover A tut, mit diesem roten Blutfleck im Hintergrund, beziehungsweise eben mit diesem anderen aggressiven, rötlicheren Signalfarben. Auch finde ich interessant, wie der Titelschriftzug eben vor allem mit diesem fischigen Schnörkel um dieses A herum sehr schön geschrieben wurde. Das ist auch interessant, dass man den dann natürlich auch direkt für den Spine übernommen hat. Grundsätzlich finde ich aber auch das ein sehr schönes Artwork. Bei mir ist aber, wie vorher schon angeteasert, das andere Mediabook gelandet, das mit dem Cover A. Und nachdem Alraune definitiv ein faszinierendes Stück der deutschen Literatur wie auch Filmgeschichte ist, mit einigen ebenfalls sehr interessanten Akteuren vor und hinter der Kamera, war ich sehr gespannt darauf, was mir der Film dann letzten Endes bietet. Das konnte ich jetzt im Juni 2023 nachholen, nachdem mir Anolis dankenswerterweise ein Rezensionsmuster des deutschen Mediabooks mit dem Cover A überlassen hat. Und deswegen sage ich herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Playzuckers Blu-ray Check, in der wir uns gemeinsam das Mediabook mit dem Cover A des deutschen 50er-Jahre-Klassikers Alraune näher anschauen. Und vielleicht sollte ich den Rest von diesem Review mit dieser Stimmlage machen. Und jedes Mal, wenn mich jemand fragt, was zum Teufel machst du, sage ich, diese Sprechweise nenne ich Alraune. Und ja, manchmal bin ich tatsächlich wahnsinnig froh drüber, dass diese Reviews nicht live sind, dass man mich für solche Bemerkungen nicht einfach direkt mit verfaulten Tomaten bewerfen kann. Aber ganz im Ernst, ich alraune natürlich den Rest von diesem Review nicht, sondern schreie es wie gewohnt in Richtung der Kamera. Wir bekommen bei diesem Mediabook aus der fantastische Filmklassikerreihe natürlich, wie von Anolis nicht anders gewohnt, auch dieses Mal wieder einen Cover-Aufleger mit demselben Motiv wie das eigentlich Cover-Artwork, wobei in diesem Fall lediglich die Namen von Kerstin Crew ein bisschen verschoben wurden, um eben das große FSK-Logo hier unten anzubringen. Den Titelschriftzug hat man gleich gelassen, hat damit natürlich in Kauf genommen, dass der ein bisschen von dem Logo verdeckt wird, aber ist ja eh wurscht. Wir können dann einmal ein bisschen auf das Backcover schauen. Da finden wir die Teufelswolke von Monville, den wir uns in ein paar Tagen hier anschauen, beziehungsweise den weißen Killer, den wir schon gesehen haben. Und ich kann natürlich noch einmal wiederholen, dass auch dieser Aufleger natürlich eben zwar mit dem Mediabook einfoliert wurde, aber nicht an diesem angeklebt, weswegen er sich ohne jegliche Rückstände wieder entfernen lässt. Das ist natürlich auch eine feine Sache. Grundsätzlich bekommen wir eben hier bei diesem Mediabook mit dem Cover A das alte lilane deutsche Kinoplakatmotiv, eben wie bereits erwähnt, 1:1 so, wie es auch als alter
Scan in der OFDB ist lediglich natürlich ohne das damals rechtlich geschützte natürlich Logo von der Filmproduktionsfirma, das musste man entfernen, aber man hat den Titelschriftzug genauso belassen, wie er damals war, man hat den Hinweis auf die Hauptdarsteller bzw. den Regisseur gleichgelassen und man hat auch das Motiv nicht verändert. Und noch einmal möchte ich an dieser Stelle betonen, dass dieser Film 70 Jahre alt ist und das hier als Quelle verwendete Bildmaterial von dem originaldeutschen Kinoplakat trotzdem in absolut fantastischem Zustand ist. Die Präsenz von diesem Motiv, die Leuchtkraft von den einzelnen Farben, die aber trotzdem dankenswerterweise sehr schön reduziert sind, das finde ich absolut großartig. Alleine finde ich es interessant, dass dieser Rahmen von dem Motiv fast ein bisschen den Eindruck erweckt, als würde man als Zuschauer durch ein Schlüsselloch blicken und würde quasi diese illegale Arbeit von diesem Wissenschaftler heimlich beobachten, wobei aber die Alraune eben mit ihren helleren und deutlicheren Farben und damit der Tatsache, dass sie natürlich als erstes Objekt von diesem Cover Artwork ins Auge springt, eben auch hier aus dem Gesicht von Erich von Stroheim, von ihrem Schöpfer quasi herauszudringen scheint. Auch das ist, finde ich, hier auf diesem Motiv farblich absolut genial gelöst. Dazu haben wir natürlich eben auch bei diesem Mediabook, wie von Mediabook Releases von Anolis gewohnt, diese lederne Oberfläche und damit diese lederne Haptik. Können dann einmal einen Blick auf den Spine werfen. Da ist an der Stelle interessant, dass nachdem, wie von Anolis Mediabooks gewohnt, die ersten beiden und dann die nächsten beiden Mediabooks aus der 50er-Reihe natürlich wieder auch den Titelschriftzug auf exakt die gleiche Höhe gebracht haben, dass es natürlich bei extrem kürzeren Titelschriftzügen nicht möglich ist. So war nämlich eben bereits bei der Anolis Hammer-Serie bei XX unbekannt der Titelschriftzug nicht in genau dem gleichen Format und jetzt auch bei Alraune ist der ein kleines bisschen kleiner natürlich, aber ansonsten sind alle anderen Bildelemente genau dort, wo sie erwartet werden und man kann das wirklich einem Label nicht vorhalten, wenn der Titelschriftzug nicht immer gleich groß ist. Das war ja auch bei der 50er, bei der 60er, bei der 70er und bei der 80er Reihe immer schon einmal ein Fall. Ich glaube, das ist einfach immer nur ein Bonus, wenn es passiert und kein Malus, wenn es nicht passiert. Wir können dann einmal auf das Backcover schauen. Da finden wir die Inhaltsangabe gleich einmal mit ein paar Informationen eben zu diesem Film beziehungsweise ein paar weiteren Hintergrundinformationen zu Evers beziehungsweise der Grundgeschichte Alraune. Wir bekommen auch die technischen Details zu diesem Release beziehungsweise dann die Informationen rund ums Bonusmaterial, das an dieser Stelle wahnsinnig interessant ist. Die auf der alten deutschen Arthouse und Kinowelt DVD enthaltene Knef-Doku, die ca. 60 Minuten lang dauert, sowie das kurze Interview mit Karl-Heinz Böhm sind hier auf der Blu-ray-Neuauflage nicht enthalten. Dafür hat Anolis aber auch dieses Mal wieder einfach exklusives Bonusmaterial neu produziert. Und dabei gibt es auf der einen Seite einen sehr interessanten Audiokommentar mit Dr. Rolf Giesen, der natürlich eben etwas wissenschaftlicher eben und analytischer ausgefallen ist und mehr Hintergründe beleuchtet, so wie eben auch sein Text im Booklet, was ich natürlich eben als Begleitwerk für diesen Film und diesen Release ganz besonders interessant gefunden habe, beziehungsweise den zweiten Audiokommentar von dem quasi Standard-Trio Dr. Gerd Naumann, Matthias Künecke und Christopher Klese, die sich in diesem Fall dann allerdings auch noch von Thomas M. Görke unterstützen haben lassen und damit mit ein bisschen einem anderen Zugang ebenfalls sehr interessant auf den Film seine Produktion, seine Bedeutung eben eingehen und damit einen Kommentartrack abgeliefert haben, der finde ich ebenfalls extrem hörenswert ist. Wir wechseln dann einmal ins Innere von diesem Mediabook. Da finden wir natürlich auf der linken Seite, wie von der Reihe gewohnt hier, eine Schwarz-Weiß-Zeichnung von Hildegard Knef, beziehungsweise auf dem Frontcover vom Booklet ein weiteres Plakatmotiv zu dem Film. Wenn wir dann einmal auf die rechte Seite blättern, sehen wir natürlich Ernst von Stroheim auf dem Backcover von diesem Booklet, beziehungsweise die sehr, sehr schön fotografierte Hängematten-Sequenz dann hier unterhalb von der Disc, weil im Gegensatz zur Hammer-Reihe gibt es ja eben bei den Filmklassikern auch unterhalb von den Discs ein Design und dann auf der eigentlichen Disc gibt es jetzt noch ein weiteres
alternatives deutsches Plakatmotiv, wo wir eben eine etwas verträumte, lehnende, muss man sagen, Hildegard Knef sehen. Jetzt ist es dann allerdings einmal an der Zeit, durch das Booklet zu blättern. Das misst in diesem Fall 28 Seiten. Und wie bereits erwähnt, ist das in diesem Fall sogar fast noch analytischer bzw. noch mehr in die Tiefe gehender, als man das bei den Begleitwerken von anderen Filmen gewohnt ist. So beschäftigt sich Dr. Rolf Giesen eben in seinem Text zu diesem Film auf der einen Seite natürlich eben auch mit dem Autor Evers, mit dessen Hintergründen, auch ein bisschen mit dessen Nazi-Verstrickungen bzw. zu anderen Werken, die er geschrieben hat, bzw. eben zu den Ursprüngen der Alraune, den anderen Verfilmungen von diesem Stoff, bzw. eben dann letzten Endes auch von mir angedeutete Geschichten sowie die von Knef, beziehungsweise eben ein paar ganz allgemeine Hintergrundinformationen eben zu diesem Film. Man merkt natürlich eben auch, wenn man sich die Kommentare anhört, beziehungsweise das Booklet hier durchliest, dass es sich eben um einen 70 Jahre alten Film handelt, dass natürlich damals das Filmeschaffen nicht dermaßen dokumentiert und transparent war wie heute und dass es natürlich weitaus weniger tatsächliche Informationen zu den Dreharbeiten des Films und quasi technische Details gibt, weswegen man sich da ein bisschen mehr auf die weiterreichenden Hintergründe konzentriert. Aber trotzdem ist das, finde ich, ein extrem lesenswerter Text, der eingebettet ist in ein extrem hübsches Mediabook. Aber wo wir gerade darüber gesprochen haben, dass ja damals die Filmwelt nicht ganz so dokumentiert war, muss man auch dazu sagen, dass die Filmwelt damals ja auch nicht wirklich so archiviert war. Niemand hätte sich in den 50er Jahren jemals gedacht, dass man diesen alten Schinken vielleicht noch irgendwann mal brauchen kann, beziehungsweise dass es irgendwann mal sogar so weit sein kann, dass man Filme zu Hause schauen kann, insbesondere Filme zu Hause schauen kann, in einer besseren Qualität, als sie damals auf diesen Kinoleinwänden zu sehen war. Der absolute Wahnsinn. Ist es natürlich bei vielen alten Filmproduktionen so, dass die über die Laufe der Jahre verschollen sind und verschwunden sind. Das ist beispielsweise das Schicksal der 1919 inszenierten Alraune-Verfilmung. Glücklicherweise ist die hier vorliegende aus dem Jahr 1952 offensichtlich nicht verschollen, weil sonst würde sie ja jetzt gerade nicht hier vor mir liegen. Aber die Frage, die wir uns natürlich trotzdem stellen müssen, ist, in welcher Qualität war eigentlich das Ausgangsmaterial erhalten und was hat die von Anolis beauftragte Firma bei der Abtastung hier für eine Arbeit geleistet? Das möchte ich mir mit euch im nächsten Segment von Playzockers Blu-ray Check näher anschauen, wenn wir gemeinsam einen Blick auf die Bildqualität der deutschen Blu-ray werfen. Wie üblich habe ich dafür einige Screenshots von dem deutschen HD-Transfer von Anolis direkt mitgebracht. Wie üblich habe ich diese Bilder natürlich allesamt selber gemacht und nicht irgendwie bearbeitet oder verfremdet, aber natürlich musste ich die Bilder trotzdem abspeichern, ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen, weswegen die Bildqualität der Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow nicht mehr 1:1 mit der tatsächlichen Blu-ray-Bildqualität übereinstimmen kann. Es wird wahrscheinlich nach den Informationen am Anfang von diesem Review niemanden wundern, wenn ich sage, dass über die damaligen Drehbedingungen, Kameras und so weiter von Alraune nicht mehr sonderlich viele Informationen überliefert sind, mit Ausnahme von dem Detail, dass der Film damals natürlich ebenfalls auch auf 35mm Filmmaterial gedreht wurde. Es wird allerdings wahrscheinlich auch niemanden verwundern, wenn ich sage, dass Anolis auch bei diesem Titel wieder glücklicherweise nicht nur Zugriff zu einem qualitativ hochwertigen Master hatte, sondern auch im Restaurationsprozess absolut Wert darauf gelegt wurde, diesen Film in großartiger Bildqualität auf dem deutschen High-Definition Silberling unterzubringen. Und ich muss wirklich sagen, für einen Film aus dem Jahr 1952, für einen Film, der, und ich muss es noch einmal betonen, über 70 Jahre alt ist, könnte man die Bildqualität, die Alraune hier an den Tag legt, eigentlich schon fast als Referenz bezeichnen. Was ich immer wieder faszinierend finde, ist, dass das Material hier die Zeit absolut perfekt überdauert hat, ohne dass sich hier irgendein auffälliger Vinegar-Syndrome-Essig-Effekt quasi bemerkbar macht, beziehungsweise dass dieses hier eingelagerte Master offensichtlich eben auch schon in einem großartigen Zustand war. Weder auffällige Kratzer, noch Dropouts, noch Staubkörner, noch Wasser, Flüssigkeitsschäden, noch sonst irgendetwas aufzuweisen hatte, dass es hier mit einem unglaublich sauberen, stabilen, ruhigen und auch angenehmen Bild zu tun haben. Natürlich
sehen wir ganz leicht die Körnung des Original-Filmmaterials, was aber, finde ich, zu diesem organischen und analogen Charme, der für ein 35mm-Material auch einfach dazugehört, hier definitiv nicht als Kritikpunkt werten dürfen, sondern was ich persönlich hier absolut fantastisch finde, ist, dass die Bildschärfe grundsätzlich absolut fantastisch ist, dass man eben vor allem in den näheren Aufnahmen auch etliche Details sehen kann, dass aber selbst die weiter entfernten Aufnahmen eben für das Alter des Films teilweise wirklich überraschend durchzeichnet sind, dass wir es so teilweise mit Aufnahmen zu tun haben, die vielleicht einen Tick zu hell wirken, was womöglich aber eben auch natürlich an der damaligen, an den damaligen Drehbedingungen, an der Beleuchtung bzw. Beschaffenheit des Materials liegen könnte. Grundsätzlich kann man aber hier mit der Plastizität, mit der Dynamik, eben mit dem Kontrast und eben der unter Anführungszeichen Farbbalance, also eben dem, den verschiedenen Graustufen, die hier zur Verfügung stehen, extrem zufrieden sein, weil das ist ein wirklich vielseitiges, wunderschön strukturiertes und abgestuftes Bild, das eben, finde ich, das Maximum aus einer Schwarz-Weiß-Ästhetik rausholt und hier auf der deutschen Blu-ray wirklich phänomenal präsentiert wird. Der Film läuft übrigens 92 Minuten und belegt auf der Disc gleich 20,4 GB, weswegen der Encoder auch genügend Spielraum hatte, um das Bild hier frei von etwaigen auffälligen oder gar störenden Kompressionsspuren auf die Disc zu zaubern und insgesamt einen Bildeindruck zu hinterlassen, der in meinen Augen extrem, nicht nur zufriedenstellend, sondern beinahe schon fast faszinierend ist. Und faszinierend ist generell, finde ich, etwas, das auf diese Verfilmung von Alraune aus vielen verschiedenen Gründen zutrifft. Auf der einen Seite ist es fast schon faszinierend, dass man im Jahr 1911 diese Grundgeschichte überhaupt publizieren hat können, ohne dafür auf dem Schafott zu landen. Vor allem, weil das ja auch quasi eine Grundlage für die Geschichte ist, dass das Ganze dann allerdings natürlich eine wahnsinnig erfolgreiche Geschichte ist, die sogar auch die Nazi-Zeit überdauert hat, wobei wir da über verschiedene Verstrickungen des Autors jetzt nicht noch einmal sprechen müssen, Gulp, sondern dass dieser Stoff dann auch der allererste war, der nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs noch einmal aufgegriffen wurde und wo dann zwar schon etliche Jahre nach dem eigentlichen Kriegsende, aber immer noch während der Besatzungszeit, dieser Film als erster deutscher Horrorfilm nach dem Zweiten Weltkrieg inszeniert wurde. Das macht den Film nicht nur aufgrund der Verstrickungen von verschiedenen an der Produktion beteiligten Leuten und der Thematik, sondern eben auch aufgrund der Inszenierung und aufgrund der offensichtlichen Relevanz von diesem Stoff 40 Jahre nachdem er das erste Mal publiziert wurde, zu einem ganz besonders faszinierenden Kapitel der deutschen Unterhaltungsfilmkunst. Vor allem, weil eben mit unseren Hauptdarstellern hier absolut großartige Leute vor der Kamera gestanden sind, dass der Film mit seiner 50er Jahre Ästhetik auch heute irgendwie immer noch charmant und faszinierend ist. Das Einzige, was für mich halt wirklich schwer zu ertragen war, waren diese Gesangseinlagen, die aber glücklicherweise nur selten in dem Film vorkommen. Und grundsätzlich ist Alraune zwar ein Film, der ein relativ langsames Erzähltempo hat, der allerdings das Maximum daraus holen kann, eine schöne Atmosphäre hat und vor allem nämlich diese Geschichte sehr schön aufbaut. Viele alte Filme leiden natürlich 70 Jahre nach ihrem Entstehen darunter, dass die weiteren Storyverläufe mittlerweile schon 7000 Mal umkopiert waren und das, was diese Filme quasi langsam und gemächlich aufbauen wollen, für uns eh schon nach 2 Minuten selbstverständlich sind und dass die Filme dadurch halt blöderweise in Langeweile abdriften. Das ist aber witzigerweise etwas, das bei Alraune definitiv nicht der Fall ist. Leute, die sich gerne wirklich alte, vergessene, fast verschollene Filmklassiker anschauen, die sollten bei Alraune definitiv zuschlagen, beziehungsweise sind die ja sowieso diejenigen, die eine fantastische Filmklassikerreihe von Anolis im Regal stehen haben, wo Alraune definitiv auf der einen Seite ein würdiger Eintrag ist und einer, den ich euch definitiv ans Herz legen wird.